Hallo Freude, heute mache ich gebratene Bohnen mit Rinderhackfleisch, mit roter Curry. Die esse ich sehr gerne, gehört zu meinen Lieblingsgerichten. Jetzt schauen wir die Zutaten an. 500 Gramm rote Bohnen, 400 Gramm Rinderhackfleisch. Ihr könnt auch andere Fleisch nehmen. Und Paprika, 2 Esslöffel. Von roter Currypasta, Zitronenblätter, habe ich auch Asialaden besorgt. Der ist eingefroren und habe ich auch getaucht. Und ein paar Scheibchen von Ingwer. Noch dazu kommt ein bisschen Hühnerbrühe. Ein bisschen Zucker, Prise Zucker nur Austernsoße und Fischsoße und Salz nach Bedarf. Fangen wir an mit Bohnen zu schneiden. Einfach in Ring, kleinere Ring schneiden. Die Sonnenkonsistenz sowie Hackfleisch auch. Heute habe ich den Hack selber gehackt, deswegen etwas grober. Ihr könnt auch Fleisch klein schneiden oder Hackfleisch nehmen. Das Fleisch könnt ihr tauschen zu Hähnchen oder Schweinefleisch oder Fisch geht sogar. So der Stück von dem Boden. Dann kommt die Ingwer ganz fein schneiden. Die Ingwer gibt besondere Note, dass die etwas schärfer ist. Dieses Gericht ist scharf, aber angenehm scharf. So klein. Dann kommt die Paprika. Die mittlere entfernen. Die Stücke könnt ihr so schneiden, so länglich, so wie ich das schneide. Oder so geht es auch. So wie ihr wollt. Dann kommen die Zitronenblätter. Die gibt auch besondere Noten, Aroma. Wer aber nicht hat, kann auch Zitronenschale oder Limettenschale nehmen, geriebene. Und jetzt entferne ich in der Mitte. Der ist etwas fest. Der gibt besondere Note, zitronige Note. Sehr aromatisch. Auch sehr, sehr fein schneiden. So. Dann geht's zum Kochen. Etwas Speiseöl in die Pfanne bei mittlerer Hitze. Die Hitze bitte nicht so stark, sonst brennt die Currypasta an. Ich nehme ungefähr knapp einen Esslöffel Öl und dann kommt die Currypasta. Brate ich bei mittlerer Hitze, dass sie nicht gleich anbrennen, aber die sollen Aroma abgeben bei rostet Aroma. So werden sie mit der Zeit so aussieht und zieht das Öl schon rein. Dann das Fleisch rein. Mein Rinderhack ist etwas grob gehackt. Ihr könnt auch den Hack noch feiner machen, wie ihr das gern haben möchtet. Dann kommen den Ingwer und Zitronenblätter. Wird damit gebraten, dass sie auch die Aroma abgibt. Wird so weiter gebraten. Bis das Fleisch so gar ist, so sieht die so aus.
So, das Fleisch ist gut gegart. Dann kommen Bohnen dazu. Wird gleich da schon gewürzen. Halbe Teelöffel von Hühnerbrühe. Ein wenig Zucker. Und noch 2 Teelöffel von Fischsoße. Wer Fischsoße nicht mag oder nicht hat, kann auch Sojasauce nehmen. Ich nehme jetzt noch kein Salz rein, weil der Currypaste hat auch Salz drin. Und ich probiere das erstmal zum Schluss ab, ob das Salz braucht. Weiter braten, bis der Boden gar ist, aber nicht zu weich, sondern noch knackig bleiben. Dann kommt Paprika. Dazu. Und noch dazu die Austernsoße, ungefähr ein Esslöffel. Wer aber Soße mag, kann auch die Kokosmilch oder Wasser dazu tun. Aber dieses Gericht ist trocken. Wer gerne Soße mag, tu bitte etwas Flüssigkeit rein. Entweder Wasser oder Kokosmilch. Ich esse sie gerne trocken. Die ist etwas trockene Gerichte, wie ich das gewöhnt bin. Aber wer Soße mag, tu bitte die Flüssigkeit rein. So kurz weiter gebraten, bis die Paprika etwas die Soße oder Gewürz annehmen. Aber noch gut knackig bleiben. So, ist mein Gericht jetzt fertig. Kann jetzt angerichtet werden. Jetzt zeige ich euch, wie man in einen Teller eingerichtet wird. Reis in den Schälchen nehmen. Ihr könnt auch in große Portionen anrichten. Ich zeige euch noch danach. Jetzt nur ein Portionchenweise. Und dazu Salat und Gurke. Thailänder essen sowas nehmen, was scharf ist, gerne mit Salatblatt oder Gurke. Da kommt noch die Paprika-Deko dazu. Das sieht gut aus. Deko-Paprika habe ich schon mal im Video gezeigt, wie es geht. Wer das gerne sehen möchte, kann auch nachschauen. Da kommt das Gericht. Wie gesagt, meine ist etwas trocken. Wer Soße mag, bitte tu dann die Flüssigkeit rein. Ich servierte heute mit einer Suppe dazu. Aber ich kann euch heute nichts zeigen, weil ich noch nicht fertig gekocht habe. Und dann kommt die Zitrone. Falls der noch säuerlich haben möchte, kann auch die Zitrone. So, das sieht schön aus. Dann kommt noch dazu eine Soße wie typisch thailändisch gerne essen. Da kommt auch dann Chili, Zucker und Fischsoße und Zitronensaft dazu, dass die Chili nicht so braun wird. So wird serviert bei uns in Thailand. So. Das ist nur servierte Idee. Ich esse da gerne mit dazu eine Suppe. Wer keine Suppe hat oder nur ein Gericht haben möchte, tut bitte Flüssigkeit rein, dass ihr die Soße dazu habt. Jetzt in großen Teller. Dann servierte ich auch noch Salat dazu. Dann guten Appetit. Ich hoffe,
Ihr gefällt mir das Rezept und schreibt mir, wenn ihr nachgemacht habt, ob das funktioniert und ob euch schmeckt. Dann bis nächsten Mal. Tschüss.